Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK. Motion and Control. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Autobranch, dem Frühstücksfernsehen für die automobile Welt. Auch heute erfahren Sie bei uns wieder alles, was Sie über die Automobilbranche wissen sollten. Durch die Sendung leitet sie wieder meine liebe Kollegin Moni Papelau. Guten Morgen, Moni. Guten Morgen, Guido. Hallo, liebe Zuschauer. Wir starten wie immer mit unserem Pressespiegel, einem Überblick aktueller Meldungen unserer Kollegen aus der Zeitungsmagazin und Online-Welt. Im Fokus Online haben wir einen Artikel über Volkswagen in China gefunden. Unter der Überschrift, warum VWs in China so preiswert sind, geben die Autoren einen tieferen Einblick in die Arbeit und Produktion der Wolfsburger im fernen Osten. Bekanntlich gehört das Land ja zu den stärksten Absatzmärkten des Konzerns. Das funktioniert laut VW vor allem deswegen, weil man sich voll und ganz auf die Asiaten eingestellt hat und aus chinesischer Mentalität heraus entwickelt und produziert. So wird derzeit ein neues Testgelände unweit des Werkes Chang'un gebaut, auf dem einzig Fahrzeuge für den chinesischen Markt erprobt werden. In den beiden Entwicklungszentren Shanghai und Chang'un arbeiten insgesamt über 2200 Entwickler. Nur 60 davon sind Europäer. In beiden Zentren entwerfen die einheimischen Techniker neue Autos. Sie nehmen im Zusammenspiel mit der niedersächsischen Konzernzentrale die Fahrwerks- und Motorenabstimmung für die neuen Modelle vor und wickeln die Geschäfte mit den Zulieferern ab. Auch da setzt VW auf lokale Nähe und bevorzugt weltweit agierende Geschäftspartner wie Bosch, Continental oder Valeo. Der Plan geht auf. Die lokale Wertschöpfungstiefe liegt bei etwa 90%. Das heißt, fast alle Teile der in China für China gebauten Autos kommen auch aus China. Der neue China Jetta kann so für unter 10.000 Euro als Einstiegsmodell angeboten werden. Das, was Kia in Europa geschafft hat, ist bis jetzt nur wenigen gelungen. In der Automobilproduktion online steht COO Paul Philpott redend Antwort zum Imagewechsel und dem zunehmenden Erfolg von Kia Motors Europe. Was ist es, was Kia im Gegensatz zu früher interessanter und erfolgreicher bei den Europäern macht? Schließlich lässt sich ein Zuwachs von 60% in den letzten 4 Jahren verzeichnen. Nach Meinung Philpotts liegt es am neuen frischen Design, an neuen Modellen und an der Dynamik der Marke selbst. Vor 10 Jahren, als alle Fahrzeuge noch in Korea produziert, von dort exportiert und im Niedrigpreissektor in Europa angeboten wurden, waren sie, was die Funktionalität betrifft, von guter Qualität, aber nicht in puncto Design. Da hat sich viel geändert. In dem Artikel werden aber Fragen rund um die Marktentwicklung, Auslastungsgrad der Produktionsanlagen und Produktionsstrategie beantwortet. Nachzulesen in Automobilproduktion online. Mittlerweile ist auch bei der Tagespresse angekommen, dass der Leichtbau eine ziemlich gute Idee ist, wenn man Sprit sparen möchte. Die Kollegen von Zeit Online haben sich darum einmal ein aktuelles Fahrzeug deutscher Provenienz unter die Lupe genommen und an diesem Beispiel die wunderbaren Chancen der Gewichtsreduzierung aufgezeigt. In dem Artikel geht es um das volksnahe Porsche-Modell 911. Wog der Sportwagen vor einigen Jahren noch 1.455 Kilogramm, haben die Zuffenhausener Entwickler sein Gewicht mittlerweile auf 1.375 Kilogramm gedrückt. Das macht eine Reduzierung von beachtlichen 80 Kilogramm oder 5,5%. Wie haben sie es geschafft? Nun, zur Gewichtsreduzierung trugen vor allem ein neuer Materialmix und zahlreiche konstruktive Veränderungen bei. Kein einziges Karosserieteil ist noch so wie beim Vorgängermodell. Nicht etwa Faserverbundwerkstoffe dominieren den Karosseriebau, nein, es ist das gute alte Aluminium, das an der richtigen Stelle verwendet, einen deutlichen Gewichtsvorteil bringt. So besteht der Vorderwagen, große Teile des Bodens und der Hinterwagen vor allem aus Leichtmetall, ebenso Deckel, Kotflügel und der Türrohbau. Insgesamt macht Aluminium beim Coupé 44% der Rohkarosse aus. Wir finden ein schöner Artikel, der das Thema Leichtbau einmal leicht verständlich in die breite Öffentlichkeit trägt. Fiats Lack ist ab. Da hilft auch keine eingebaute Lavazza Kaffeemaschine mehr. Das war vor kurzem zwar ein witziger Coup von Fiat, aber der denkt nicht davon ab, dass es dem italienischen Autobauer schlecht geht. Zusammen mit Peugeot, Citroën und Opel gehört leider auch Fiat zu den Autoherstellern, die die Schuldenkrise in Europa
am härtesten trifft. Einen Großteil ihrer Fahrzeuge verkaufen die Italiener in Südeuropa, wo die Absatzzahlen dramatisch zurückgehen. Da heißt es jetzt für Fiat-Chef Sergio Marchionne, sparen, sparen, sparen. Eine Fabrik auf Sizilien wurde bereits geschlossen. Auch am Kreativetat wurde gekürzt. Aber das ist laut Manager-Magazin Online gefährlich, denn der Kleinwagenmarkt ist hart umkämpft, sei es von VW oder Kia. Hier an Innovationen und frischen Designs zu sparen, ist fast nicht drin. Dank der Beteiligung an Chrysler, wo im Moment fette Gewinne eingefahren werden, und dem Erfolg von Ferrari steht im Kassenbuch bei Fiat statt einem Minus zwar ein Plus auf dem Konto. Das ändert aber nichts daran, dass die Produktion einfach nicht ausgelastet ist. Deshalb wird Sergio Marchionne wohl nichts anderes übrig bleiben, als weitere Fabriken in Europa zu schließen. Insgesamt steht fest, dass es noch ein mächtiger Kraftakt werden wird, um die italienische Marke zu retten. Wenn Sie mehr wissen wollen, das Manager-Magazin bietet den Artikel online an. Kommen wir nun zu unserer Neuvorstellung der Woche. Das frische Gesicht des Lexus GS 450h vermittelt spontan Sportlichkeit, wobei das GS für Grand Touring Sedan, also Reiselimousine, steht. Das Fahrwerk des Japaners lässt sich serienmäßig über einen großen Drehdrückknopf in der Mittelkonsole verstellen. Es geht vom Modus Eco Pro über Normal und Sport S zu Sport S Plus. Bei ihrem Hybriden kombinieren die Japaner einen 292 PS starken 3,5 Liter Sechszylinder mit einem 147 Kilowatt Elektromotor. Herauskommen eine Systemleistung von 345 PS und ein Systemdrehmoment von 345 Newtonmeter bei 4600 pro Minute. System heißt in diesem Fall die Summe aus Verbrenner- und Elektromotorleistung. Damit geht die Beschleunigung druck- und kulturvoll vonstatten. Den Sprint auf 100 km/h stoppt die Uhr bei 5,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h elektronisch begrenzt. In der Tempo-30-Zone oder beim Stop-and-Go im Stau lässt sich der GS 450 prima rein elektrisch fahren. Bei voller Batterie bis zu 4 km weit mit Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h. Der Elektromodus kann bei Knopfdruck in der Mittelkonsole aktiviert werden. Den Verbrauch gibt der Hersteller beim GS 450h mit durchschnittlich 5,9 Liter pro 100 Kilometer an. Sowohl dieser Wert als auch die mickrigen 4 Kilometer Elektroreichweite enttäuschen mich persönlich. Aber naja. Grün sein will der Hybrid Lexus auch im Detail. Das Holz des Lenkradkranzes ist im Bambus-Echtholz-Finish verarbeitet. Und das Audiosystem aus dem noblen Hause Mark Levinson verfügt über eine Energiesparfunktion. Die Klimaanlage funktioniert gar mit Nanotechnologie, die 20 bis 50 Nanometer kleine Ionen in den Innenraum pustet. Naja, wenn's hilft. Der japanische Hybrid-Angreifer startet mit Preisen ab rund 53.000 Euro. Aber wir machen weiter mit den Top-Meldungen der Woche. ACEA, der Volkswagen-Konzern, hat den Vorsitzenden des Europäischen Autoherstellerverbandes ACEA, Fiat-Chef Sergio Marchionne, zum Rücktritt aufgefordert. Marchionne sei als Präsident untragbar. Hintergrund ist ein von der New York Times zitierter Vorwurf Marchionnes, Volkswagen betreibe eine rücksichtslose und zerstörerische Preispolitik. Leoni, der Nürnberger Autozulieferer, konkretisiert auf Grundlage der vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose. Der Umsatz dürfte am Ende des Jahres zwischen 3,8 und 3,9 Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen in Nürnberg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern werde zwischen 230 und 250 Millionen Euro gesehen. Toyota, der japanische Automobilhersteller, ist wieder die Nummer 1 der Autobauer und verweist die Konkurrenz auf die Plätze. Mit 4,97 Millionen verkauften Fahrzeugen im ersten Halbjahr schoben sich die Japaner vor den US-Rivalen General Motors. Der kam auf 4,67 Millionen Stück. Nummer 3 ist Volkswagen mit 4,45 Millionen Pkw und Transportern. Hyundai, der südkoreanische Autokonzern, fährt weiter auf der Erfolgsspur. Nach einem Gewinnsprung im Auftaktquartal steigerte Hyundai sein Ergebnis auch im zweiten Quartal deutlich. Unterm Strich kletterte der Gewinn auf 1,79 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Grund für den erneuten Anstieg waren vor allem die höheren Auslandsabsätze und Währungsgewinne dank des schwachen Won. Besonders gut liefen die Geschäfte in Europa.
Während der Markt auf dem alten Kontinent insgesamt um 6,1% schrumpfte, legten die Absätze der Südkoreaner in Europa um 18% zu. Audi, der Ingolstädter Autobauer, garantierte auf seiner zweiten Betriebsversammlung seinen Mitarbeitern in Deutschland eine Beschäftigungssicherung bis 2018. Darüber hinaus wurden die Produktionskapazitäten in den beiden deutschen Werken festgeschrieben und die Einführung eines Ersatzmodells für den Audi Q5 vom Vorstand zugesagt. Gleichzeitig gibt der Konzern die Entlassung von hunderten Leiharbeitern in Leckersulm bekannt. Ford, die europäische Wirtschaftskrise zieht auch den US-Autobauer nach unten. Trotz solider Geschäfte auf dem Heimatmarkt brach der Gewinn in Europa um deutlich mehr als die Hälfte ein. Wie der Konzern mitteilte, beläuft sich der Gewinn auf nur noch 1 Milliarde US-Dollar. Allein in Europa fiel ein Vorsteuerverlust von 404 Millionen Dollar an, nach einem Gewinn von 176 Millionen Dollar im Vorjahr. Diese und weitere aktuelle Nachrichten zum Nachlesen finden Sie unter www.automanager.de in der Rubrik Meldungen. Soweit unsere Top-Meldungen. Weiter geht's mit den Terminen und Guido. Dankeschön, Moni. Ich habe wie immer noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie. Der Süddeutsche Verlag bietet eine Fachtagung zum Thema innovative Verbindungstechnik, Kleben im Automobilbau an. Die Schwerpunkte liegen unter anderem auf den Bereichen moderne Klebstoffsysteme, Anwendungsfelder im Automobilbau und Automatisierung. Die Veranstaltung findet vom 4. bis zum 5. September 2012 in Stuttgart statt. Die Schloss Bensberg Klassik ruft die Liebhaber historischer Automobile wieder nach Nordrhein-Westfalen. Die Hauptprogrammpunkte sind eine prominent besetzte Rallye-Historik durch das wunderschöne Bergische Land sowie ein Concours d'Elegance mit einigen der schönsten und seltensten klassischen Automobilen der Welt. Auch die Jury ist hochkarätig besetzt. Zu den Juroren gehört unter anderem Walter de Silva, Chefdesigner von VW, und Chris Bangle. Starten wird das Spektakel am 7. September und enden am 9. September. Und Sie können da auch hingehen, wenn Sie nicht Französisch sprechen. Ja, aber ich bin immer noch beeindruckt von deinem Französisch. Weitere Veranstaltungen finden Sie natürlich auch in unserer Rubrik Events. Unten rechts im Menü. Das war der Autobranche für dieses Mal. Nicht vergessen, wer in der Automobilbranche etwas zu sagen hat, sagt es in Automanager TV. Oui. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Noch einen schönen Morgen. Tschüss. Au revoir. Tschüss.